Und ich bin heute hier, weil ich eigentlich fast jeden Samstag auch bei den Demos mitmache und mir das Thema heute ganz besonders am Herzen liegt. Ich wohne seit 10 Jahren in Frankfurt und ich finde, dass diese Stadt eben durch den Kapitalismus eben sehr stark, dass die Segregation der einzelnen Stadtteile ganz extrem ist, dass es kaum möglich ist, in den begehrten Wohnlagen als Geringverdiener oder was heißt da, als Mittel, ja doch Geringverdiener eigentlich auch, eine Wohnung zu bekommen. Und die Situation ist einfach absolut schwierig für mich, obwohl ich es eigentlich noch relativ gut habe. Menschen mit Migrationshintergrund haben eigentlich kaum eine Chance, aus irgendeinem benachteiligteren Stadtteil rauszukommen. Und das ist mir ein ganz großes Anliegen, dagegen auch zu demonstrieren. Abstempelung. Wohnst du in der Ahornstraße, dann bleibst du in der Ahornstraße. Wohnst du in der Annastraße, dann bist du halt jemand von der Annastraße. Und da können sich über Generationen die Verhältnisse einfach auch nur schwer verändern. Und dagegen habe ich ganz extrem was, weil das mit Chancengleichheit nichts zu tun hat. Ja, ich denke, es wird schon auch versucht, beispielsweise durch das Integrationskonzept der Stadt Frankfurt, da eben strategisch irgendwie ein bisschen gegenzuwirken. Aber ich fand eigentlich, wie ich es gelesen habe, dass es doch auch ein bisschen Schönrednerei ist. Begriffe jetzt irgendwie gelten, die aber nicht so umgesetzt werden. Ich finde es, es müssten einfach günstigere Mieten sein, dass eben auch im Westend und im Nordend Migranten oder Studenten leben können. Die Uni befindet sich in der besten Wohnlage, da kann sich kaum ein Student ringsherum eine Wohnung leisten. Vielleicht machen sie da Wohnheime hin, aber trotzdem ist das ja immer noch, sind die dann ja auch wieder isoliert. Also diese Durchmischung, die fehlt mir hier und da sollte die Stadt sich Strategien ausdenken, um nicht nur irgendwas zu sagen, sondern auch zu tun. Occupy.